So, hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder da und ihr seid auch wieder da. Und Fideli und Fallera. Das war ja mal die schlechteste Anmoderation ever. Gut, wir begeben uns. Verpiss dich. Ja, wir begeben uns, wir verpissen uns auch schon. Wir begeben uns jetzt wohin? Ich würde sagen, wir sprechen mit Dijkstra über Hurensohns Verbindung zu den Redaniern. Ob das so eine gute Idee ist, mit Dijkstra zu reden, weiß ich selber nicht, da wir ja... Was ist jetzt los, Alter? Was ist denn los? Sie... Hey, bleib doch da! Wieso hin? Ein Hinterhalt. Schnappt ihn! So. Ja. So. Na, komm her. So, er ist gerade verblutet. Okay, er hat eine große Waffe. Ich habe vergessen. Große Waffe, einmal hitten und dann ist er tot. Sehr gut. Leere Flasche. Novigrader Langschwert. Ich habe schon sowas vermutet und wir sind wieder überlastet. Toll. Ich mag es, überlastet zu sein, nicht. Ja. Wir sind wieder überlastet. Das bedeutet für uns, dass wir eigentlich theoretisch zum Schmied gehen sollten und die ganzen Waffen verkaufen, weil unser Inventar besteht nur aus Waffen. Nein, nicht ablegen. So. Ja, ich würde sagen, wir meditieren hier. Bis zu dieser Uhrzeit. So, bis 9 Uhr meditiert. Plötze. Ein wenig fürchtest du dich vor mir? Vor mir musst du dich nicht fürchten. Der Kutscher kennt den Weg. So. Plötze. Ja, natürlich. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Ja. So. Im Leben muss man was riskieren. Wir begeben uns mit Plötze dahin, wo man Dinge verkaufen kann. Ich weiß nur gerade nicht, wo das ist. Ah, hier ist der große Marktplatz, oder? Ja, hier ist der große Marktplatz. Oder da hinten ist der reiche Rüstungshändler. Erst habe ich es für einen Witz gehalten. Aber dann hat mir dieser Kobold gestern auch was gestohlen. So. Plötzlich steht hier in der Luft. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen. Auch schön. Die besten Angebote auf dieser Seite des Ponts. Ich würde sagen, wir gehen trotz dessen, dass der andere Schmied uns bessere Preise macht, gehen wir hierhin alles verkaufen. Erstklassige. Einfach nur, weil er mehr Geld hat. Ja, er hat eindeutig mehr Geld. So. Das hier auch, das kommt alles weg, das schon lange. Er gibt uns 200 Gold dafür, das ist aber nicht sein Ernst, okay. Dann kommst du hier weg, du kommst weg, du kommst weg. Und so schade es auch ist. Alter, über 3000 Gold. Mann, okay. Ich könnte auch versuchen, ob er das Schwert repariert. Reparieren müssen wir ohnehin. So, reparieren. Ich kann eigentlich alles reparieren. 28 Gold. So, handeln. Wie viel gibst du mir jetzt dafür? 218. Auch egal.
Alter, wie viel Geld wir jetzt rausgeworfen haben fürs Reparieren. Auch egal. So, tschüss. Es war schön mit dir, aber tschüss. Das hat er jetzt hier im Angebot, nicht wahr? Das ist das alte Silberschwert. Das ist das... Alter, 1000... Bitte was? Naja, auch egal, wir brauchen es nicht mehr. Es ist ohnehin zu schwach für uns. Die hier müssen wir... auswählen. Dann können wir unsere Armbrust auch noch verkaufen. Moment. Inventar. Diese hier rüsten wir aus. Die andere können wir verkaufen. Erstklassige. Ja, egal. Zeig mir deine Waren. Zeig mal, was du anzubieten hast. Und, das da. Tschüss. Wiedersehen. Bis dann. So, das heißt, wir können wieder laufen. 77 von 130. Alles ist repariert. Den ganzen Plunder müssten wir halt mal verkaufen. Das wäre nicht schlecht. Das ganze Zeug hier. Wir könnten auch wieder Geld wechseln gehen. Das macht 2 Millionen. Okay, machen wir. Gibst du mir 2 Millionen und ich... Ja, ich trete gleich auf die 10, alter Mann. Was kann ich für dich tun? Hallo, hallo Wimme Vivaldi. Ich will Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Das weiß ich. So, 141 Kronen haben wir bekommen. Finde ich toll. Dann brauchen wir noch einen Plunderhändler. Da vorne dürfte sich einer befinden. Das ist verboten. Sofort ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, auf dass Gang. Ich die besten Angebote auf dieser Seite des Gangs habe. Ja. Willkommen, willkommen. Ja, hallo. Was hast du denn da? Ja, was hast du da? Er hat Bücher. Wir verkaufen aber keine Bücher. Brief einer weiblichen Bewunderin. Wir können die Bücher verkaufen, die wir doppelt haben. Das können wir tatsächlich mal machen. Doppelte Bücher verkaufen wir. Das macht gar nichts. Auch wenn ich gesagt habe, wir verkaufen keine Bücher. Aber... So, dich haben wir sogar viermal. Wäre ich ja blöd, wenn ich die viermal rumschleppen würde. Das haben wir auch doppelt. Dann... Wow, ich komme mir gerade vor. Ich komme mir gerade vor wie so ein... Wie damals in der Schule, als die ganzen... Naja, die ganzen Sticker, die Fußballsticker und das alles. Das habe ich doppelt, das kannst du haben. Nein, ich will kein Sticker dafür. Zahl mir dafür in der großen Pause irgendwie eine Wurstsemmel oder so. Keine Ahnung. Das war... Ja, das war damals gang und gäbe. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Ja, bewaffnete Grobiane in der Stadt. Welch Skandal. Welch skandalöser Skandal. So. Gut, wir könnten theoretisch jetzt zu Dijkstra gehen. Der ist auch gar nicht so weit weg, wie ich gerade sehe. Ja, lade nach. Lade nach! Da ist auch noch ein Händler. Da können wir vielleicht noch was anderes verkaufen. Moment. Willkommen, willkommen. Sonst nix? Okay, zeig mir deine Waren. Was hast du denn da? So, was hat er denn da? Wir können hier Plunder verkaufen, Tatsache. So. Fistech. Brauche ich das? Ich habe keine Ahnung. Goldring. Welch Fläschchen, würde ich sagen. Kann ich ja mal 5 behalten. Verkaufe ich... Achso, 14 muss ich verkaufen. Was haben wir da? Altes Schaffell. Welch... Eine Strickleiter. Brauche ich auch nicht. Eisbärfell, keine Ahnung, eine Puppe kann ich verkaufen. Rasiermesser kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen, die kann ich verkaufen. Reines Silber möchte ich ehrlich gesagt gar nicht verkaufen. Rabenfedern. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Ja, dann verkaufen wir das nicht. Trankfiole. Weihrauch. Verkaufen wir. Was bist du? Talisman.
Xenoglos. Natürlich, das werde ich verkaufen, natürlich. Fell eines weißen Wolfs. Werden wir noch so viele finden. Pferdehaut verkaufen wir. Schweinehaut verkaufen wir. Ziegenhaut. Er hat nicht genügend Geld. Okay, gut. Auch egal. Verwesendes Fleisch. Egal, auf Wiedersehen. Bis dann. Erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst. Ja, das frage ich mich auch immer. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote habe. Dann gehe ich jetzt mal zu Dijkstra. Der ist auch gar nicht weit weg von mir. Ja, halt die Klappe. Ich gehe ja schon weiter, du brauchst mich nicht anzubrüllen. So. Er schützt sich jetzt noch mit Lakaien, das finde ich auch ganz toll. Schweine, überall Schweine. Ja, überall Schweine, ja. Muss ich gerade nochmal nachsehen. So, hallo Dijkstra. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Junior arbeitet mit den Redaniern zusammen, wusstest du das? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Wovon redest du? Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun. Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat, in wessen Dienst er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Okay. Gut. Sprich im Lager. Das ist... toll. Das ist ziemlich weit weg. Okay, sie hat das Handtuch auch um ihre... naja, gelegt. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, er hasst die verdammten Huren. Das tue ich natürlich auch. So, finde das Versteck von Hurensohn Junior. Könnten wir... ich spreche zuerst im Lager mit dem, weil Schnellreise ist ja schnell gemacht, nicht wahr? Darum heißt es ja auch Schnellreise. Sagt er. Ich brauche nur einen Schnellreisepunkt, dann bin ich vor Ort. Schnellreisepunkt! Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Ich brauche einen Schnellreisepunkt. Aber irgendwie will mir keiner einen Schnellreisepunkt zeigen. Zumindest die Karte nicht. Ich hab dich im Blick. Sei gegrüßt, Leute gibt's. Ja, ja, Leute gibt's, das stimmt. Weizenfelder. Ich könnte ein bisschen abkürzen, aber auch nicht so viel. Egal, dann gehen wir dahin. Die Hexerkaste entstand vor Jahrhunderten, als die Menschen begannen, eine Welt voller Monster und zahlloser andere Gefahren zu kolonisieren. Heute bilden die Hexerschulen irgendwas. So, Plätze. Wow, wir sind wieder auf dem Land. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. So, Plätze. Auf geht's. Wir folgen dem anderen Weg. Hängt hier rum wie die Fliegen an, bist du betrunken. Okay. Wir reiten in diese Richtung. In die Richtung, die unser Weg uns zeigt. Kerstün. Auch nicht schlecht. Ein schöner Name. Was ist das? Ist das ein Wildpferd? Alter, das sind Wildpferde. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. So, was haben wir da? Schönes grünes Land. Gefällt mir. Hallo, Plötze. Würdest du bitte, danke,
Wir waren schon lange nicht mehr auf dem Land. Wir waren jetzt, ich glaube, die letzten 15 Folgen oder so. Mach langsam. Waren wir in Novigrad. Wow. Wir betreten das Versteck. Das wird gut bewacht. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Was machst du hier? Verstehe. Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass Vogelkundler? Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst. Na, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Ich muss gestehen, ich bin amüsiert. Verstehe. Du bist hier der Witzbold vom Dienst. Wie bitte? Witzbold? Wie meinst du das? Das nennst du Schlag? Zeit zu sterben. Du mach ich dich alle? Ich mach dich alle. Beweg den Arsch, Graukopf. Moment, nein, nein, Alter, ich bin. Ich bin eingeschlossen. Warum? Oh, das Arschloch! Beweg den Arsch, Graukopf! Das na? Du Schlag? Komm schon, komm näher. Na? Mach ich dich alle? Ich mach dich alle! Und zack! 136 Schaden machen wir mit unserer Faust. Auch nicht schlecht. Grauer alter Streuner, aber eine Faust wie aus Stein. Tja, das bin ich. Gut, ich gehe jetzt da mal rein. Und wer ist das? Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Wer ist das? Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Was treibst du zurzeit so? Was machst du hier? Skoyatell jagen? Du scherzt. Die Skoyatell interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Okay, und wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Okay, ich suche übrigens nach Willi, auch Hurensohn Junior genannt. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke.
Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Wir können nicht die Pocken kriegen, oder? Okay. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Wow. Die haben hier... Wow. Gut. Das bedeutet, wir können theoretisch nach Ochsenfurt schnell reisen. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht aus Novigrad raus, aber wenn wir jetzt schon mal draußen sind, dann können wir das auch gleich diesen Strang hier fertig machen. So. Dann begeben wir uns dorthin. Plötze. So, hallo. Komm jetzt. Ja, auch egal. In Ochsenfurt schlafen die Wachen. So, trotzdem wollen wir uns nicht unbedingt mit ihnen anlegen. Hier ist auch ein Waffenschmied. Lang lebe Radovid. Ja, das mag so sein, dass er lang leben mag, aber interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. So, dann hoch hier. Und über die Brücke. Novigrader Tor. Von hier aus geht's nach Novigrad. So, und hier treffen wir uns mit Rosch. So. Hallo. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Wer ist dieser Kontakt? Dein Kontakt. Wer ist das? Schlüpfriger Kerl. Wären die Umstände anders, hätte ich nichts mit ihm zu tun. Heißt das, dass du ihm nicht vertraust? Ich vertraue niemandem. Auch dir nicht. Okay, gehen wir. Gehen wir. Die Kettenrüstung wird schon wieder rosten. So. Er vertraut auch mir nicht, das ist toll. Das gefällt mir. Und wir gehen hinein. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Ein sehr markantes Gesicht hatte auf jeden Fall. Oh oh. Wer ist das? Schach. Matt. Der hat keine Ahnung, wie man Schach spielt. Nicht die geringste. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, dass es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Hab ich dir schon mal erzählt, was Wahnsinn ist? Ungefähr so labil kommt mir der Typ gerade vor. Um die Zeit totzuschlagen, möglicherweise. Um Zeit totzuschlagen? Ich habe keine Zeit zu vergeuden. Geschweige denn tot zu schlagen. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie.
Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nein. Beim besten Willen nicht. Ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Nein. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Wow, warum der Shader sieht da richtig gut aus gerade. Das kann ich euch am besten selbst erklären. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen König treffen werde. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Gut, ich suche Hurensohn Junior. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ich weiß diese Geste zu schätzen. Ich weiß diese Geste zu schätzen, Eure Majestät. Ein König sollte seinen Feinden gegenüber streng und seinen Freunden gegenüber großzügig sein. Dafür erwarte ich einen Gefallen. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager, dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Das war also König Radovid? Warum sind immer die Verrückten an der Macht? Warum? Warum kann nicht einmal ein König klar bei Verstand sein? Quest gescheitert, die Banden von Novigrad. Ja. Okay. Gut, die Quest ist gescheitert, weil wir herausgefunden haben, wo sich Hurensohn Junior aufhält. Ohne dem Zwerg zu helfen. So. Das bedeutet, wir begeben uns jetzt dorthin. Halt die Klappe. So. Hallo? Plötze. So, hier entlang. Begeben wir uns durch die Straßen von Ochsenfurt. Gesundheit. Zum Anwesen. Eine einzige ist rausgekommen. So, hallo. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Das ist ein Missverständnis. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard! Reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant! Nein, tust du nicht. Jetzt links! Hey! Haltet euch die Augen! So, kaputt. Ich glaube, ich habe den Typen kaputt gemacht.
Naja, auch egal. Schlüssel zum Anwesen habe ich jetzt zweimal. Aufgeschlossen und wir gehen durch. So. Jetzt haben wir halt Schwierigkeiten hier. Weil wir nicht bereit waren, Geld zu zahlen. So, haben wir das geschafft. Dich töten wir jetzt auch noch. So, kaputt. Und Angriff. Ey. Ey. Angriff, habe ich gesagt. So, sehr, sehr gut. Naja, wenigstens kündigen wir uns vorher an. Ich weiß gar nicht, ob er das mitbekommt, dass wir hier draußen seine Leute abschlachten. Na, komm. So, er blutet. Und er ist tot. Wow. Komm schon, komm näher. So. Hat er seine Deckung fallen gelassen. Haben wir hier jetzt noch jemanden? Natürlich haben wir noch jemanden. Ich will dich abschlachten. Da drüben slidet einer herum. Umzingelt ihn! So, na komm her. Na komm. Der blutet auch. Moment, nein. Bringen wir es zu Ende. So. Der hier und der auch. Na komm schon. Er spricht Flüche. Natürlich spricht er Flüche. Er ist ein Hexer. So. Und du bist dran. So. Und totstechen. Gut. Dann haben wir das jetzt. Wir haben aufgeräumt ein bisschen. Den Abschaum ein wenig von der Theke gewischt, sozusagen. So. Dann holen wir uns den ganzen Loot. Den wir dann natürlich umgehend verkaufen werden. Hallo? Da muss noch irgendwo Loot sein. Ah, da unten, der. Okay. So, dann laufen wir nochmal den Garten ab. So. Hier ist noch einer. Moment. Okay. Gut, dann haben wir jetzt alles eigentlich. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt selbst ins Haus rein. Na komm schon. So, brennen sie alle. Na komm schon. Na, haltet euch die Augen zu. So, hier sieht alles angekugelt aus. So, aufnehmen. Aufnehmen, nehmen wir alles mit. Hier ist niemand mehr. Hier ist abgeschlossen. Hier ist abgeschlossen. Dann führt uns unser Weg zweifelsohne nach oben. Ja, ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Mal schauen. Ich pack schon mal das Schwert aus. Verfluchter Degenerierter. Alter! Wenn er mal angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Alter, was? Okay, das Spiel ist aus. Hurensohn Junior.
Was soll das sein? Verfick nochmal! Was zur Hölle? Oh, Scheiße! Das verdient ihr. Zweifelsohne. Hilfe! Verfluch doch mal! Es kommt keiner. Halt! Oh ja. Was? Was willst du? Ich muss mit dir reden. Okay, Entschuldigung, ja. Ich muss mit dir reden. Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiß-Du! Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Ich verrat dir mal, warum du jetzt besser nicht lügen solltest. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Wie ihm der Hass und die Verachtung im Gesicht stehen. Erzähl mir von ihr. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen! Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräufens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Wow. Wow. Also so ein krankes Schwein. Entschuldigung, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Alter Schwede. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal in meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Wir schaffen das schon, ganz bestimmt. Kopf hoch, wir schaffen das schon, ganz bestimmt. Die berühmten letzten Worte. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun,
wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Okay, und wir dürfen wieder mal in Ciris Fußstapfen schlüpfen. Also in Ciris Fußstapfen schlüpfen, in Ciris Haut schlüpfen, in... Ja, auch egal, auf jeden Fall erledigen wir das Ganze leider erst morgen in der nächsten Episode. Der Endscreen ist auch relativ schön. Was haben wir denn heute eigentlich gemacht? Ich habe schon lange nicht mehr zusammengefasst, was wir in der Folge zuvor immer gemacht haben. Wir haben den Hurensohn gefunden, wir haben König Radovid getroffen, der so verrückt ist wie Vaas aus Far Cry 3. Aber der Hurensohn Junior, der Willi oder wie er auch immer heißen mag, ist noch um einiges verrückter. Sehr sogar. Und ich würde sagen, den schlachten wir dann einfach absichtlich ab. Nachher. Gut, auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin und ciao.